Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 18. September 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 14.109 Neuinfektionen und 122 weitere Todesfälle, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagmorgen mit. Von den neuen Fällen waren 13.255 in der Allgemeinbevölkerung und 854 in Gefängnissen. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Die Links dazu findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Und dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thepattayanews.com. Meinungsredaktion. Der Inhaber eines Unterhaltungsunternehmens in Pattaya schlägt eine Nachtleben-Sandbox vor. Wir haben vor kurzem eine interessante Mail, ein interessantes Angebot von einem Barbesitzer in der Walking Street erhalten, der mit anderen Besitzern und Managern Kontakt aufgenommen hat, um der Stadt und den Provinzführern eine Nachtleben-Sandbox für die Gegend von Pattaya vorzuschlagen, um die Gegend für ausländische geimpfte Touristen wieder zu öffnen. Der Besitzer will keine Selbstaufmerksamkeit. Deshalb haben wir seinen Namen und Barnamen weggelassen, damit sich die Leute auf die Idee insgesamt konzentrieren können. Der Denkprozess ist, wenn die Idee erfolgreich ist, könnte sie auch auf andere Straßen und Orte in der Stadt ausgerollt werden. Der Vorschlag soll den Gebietsleitern vorgelegt werden, die die Idee dann möglicherweise Entscheidungsträgern im Center for COVID-19 Situation Administration in Bangkok vorschlagen können. Und dann überspringe ich kurz einen Teil und komme dann zur Idee. Idee Pattaya Nightlife Sandbox. Sperren Sie alle Einstiegspunkte in der Walking Street. Die Northside, die Soi 15, die Soi 16, Seitengassen und die Southside durch freiwillige Polizei und Touristenpolizei. Wer kann die eingeschränkte Nightlife Sandbox betreten? Drei Arten von Menschen. Erstens Personal mit ein oder zwei Impfstoffen oder von Covid genesen mit Nachweis. Zweitens Kunden mit zwei Impfstoffen oder von Covid genesen mit Nachweis. Drittens Lebensmittelverkäufer können mit einer oder zwei Impfstoffen einreisen oder sich von Covid erholen. Jeder wird überprüft, Mitarbeiter, Kunden und Lebensmittelverkäufer, auf QR-Code, MoreProm-App und Temperatur und so weiter. Auf diese Weise wird jeder auf der Walking Street überprüft und ist sicher. Alle, die die Sandbox betreten, werden mit Hilfe der Mitarbeiter des Sandbox-Bereichs überprüft, damit einzelne Unternehmen nicht gegen die Regeln verstoßen können und alle auf derselben Seite sind. Veranstaltungsorte können den QR-Code von Kunden ein zweites Mal überprüfen, um sicher zu sein und mögliche Orte einzugrenzen, an denen Infektionen stattfinden. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ist auf jeden Fall ein relativ interessanter Vorschlag. Jetzt weiß man nicht, ob der so hundertprozentig ernst gemeint ist. Aber unterm Strich natürlich auch, das wäre theoretisch eine Option, ein abgetrennter Bereich in einer Stadt. Also jetzt Phuket zum Beispiel ist ja ganz auf, sag ich mal, Pattaya noch gar nicht in dem Sinne. Aber ja, warum nicht einen abgetrennten Bereich rund um die Walking Street und dann später vielleicht in anderen Gebieten, Pattayas oder wie auch immer. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und ja, falls ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Bangkok beeilt sich für mehr Impfungen. Bangkok, ein politisches Tauziehen, könnte der Schlüsselfaktor dafür sein, wann Bangkok wieder für vollständig geimpfte Touristen geöffnet werden darf. Die Stadt kann erst wieder geöffnet werden, wenn es sicher ist, berichten die lokalen Medien. Bangkok soll am 15. Oktober 2021 wieder eröffnet werden, während Chonburi, Phetchaburi, Prachuapkirikan und Chiang Mai für den 1. Oktober geplant sind. Der Vorschlag wird voraussichtlich auf der nächsten Sitzung des Zentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation, kurz CCSA, am 24. September vorgelegt, gefolgt vom Zentrum für die Verwaltung der wirtschaftlichen Lage am 29. September. Und ich überspringe kurz einen Teil. Laut einer Quelle, die Anonymität beantragte, sagte Polizeigeneral Aswin während des Treffens am Mittwoch, dass sowohl er als auch die Einwohner von Bangkok dem Wiedereröffnungsplan zustimmen. Aber die Stadt muss möglicherweise bis zum 22. bis 24. Oktober warten, bis mindestens 70% der Einwohner
ihre zweiten Stiche erhalten. Polizeigeneral Aswin sprach die Möglichkeit an, das Intervall für den zweiten Schuss zur Eröffnung der Stadt vor dem 22. Oktober zu verkürzen, was der Vertreter der Gesundheitsbehörde der BMA für möglich hielt, wenn die BMA mit Unterstützung des Tourismus- und Sportministeriums mehr Impfstoffe beschaffen kann. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Auch Bangkok muss die 70% erreichen, bevor es wieder eröffnet werden kann. Was sagt ihr so im Allgemeinen zu den Öffnungsplänen ab Oktober? Da soll es dann ja langsam losgehen. Schreibt mir auch gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten war es das auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sagt bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.